Temperatur von minus 196 Grad Celsius. Und es ist. Das ist ja keine Ahnung, das ist wurscht. Übrigens, darf ich euch vorstellen, meine Assistentin heute mit Puderzucker, aber meine Tochter Wilma. Ja? Die wird mir ein bisschen assistiert. Mittlerweile hat sie jetzt schon zwei Shows hinter sich und jetzt kann es. Übrigens, die Brille dort nutzt ihr überhaupt. Die gehört auf die Nase, bitte. Außen? Ja, schon, ein bisschen. Aber innen drinnen, das ist eben ein Deva-Gefäß. Deva-Gefäß heißt, es ist eine überdimensionale Thermoskanne, die auch wirklich in den Zwischenzonen evakuiert ist. Weil sonst war der flüssige Stickstoff schon lang. Tschüss, Baba. Ja, jetzt muss ich aufpassen, das ist nämlich schade, das krass. Also das, was ich da ausrenne, ist kein Wasser, sondern das ist flüssiger Stickstoff. Also das heißt, 78% der Luft besteht ja aus Stickstoff. Und hat, also die Flüssigkeit hat eine Siedetemperatur von minus 196 Grad Celsius. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Finger reinhalt und ich mache ein bisschen ist er gefroren und wenn du ihn hinlegst und mit dem Hammer drauf hast, zersplittert der Finger in 1000 Splitter. Ich habe nur 10, daher du willst nicht. Und um euch das zu zeigen, wie sie die physikalischen Eigenschaften verändern, opfern wir eine eigene Rose. Die Rose, die halten wir eine Zeit lang ein. Und sie sollte dann in einer Temperatur von minus 78 Grad oder minus 196 Grad kriegen. Und die Eigenschaften sollten dann doch etwas unterschiedlich sein. Was eine normale Rose betrifft. Ja, man muss immer ein bisschen vermeiden, dass er nichts anspritzt. Wobei, das ist nicht ganz so gefährlich, weil zwischen der Flüssigkeit und der Oberfläche bildet sich eine Dampfschicht und es ist so ähnlich wie mit Wasser auf der heißen Herdplatte. Die verdampft auch nicht so schnell, sondern es gibt immer eine gewisse Zwischenschicht, die als Isolation wirkt. Jetzt muss ich die Johanna bitten, dass er ein bisschen zurückgeht, sonst kriegt sie es ab. Und, ich werde mal schauen, dass ich auch so weit zurückgehe, dass ich das ein paar Mal was sehen. Ja, ist ja wurscht. Aber man sieht, ja, wann dann eben es sehr, die Temperatur sehr gering ist, dann verhält sich das wie feines Glas und zersplittert dann in 1000 Teile. Genau. Könnte man dann eventuell ein bisschen weiter machen. Aber du schlägst mal die Brille auf den Kopf, nutzt gar nichts. Jetzt suchst du mal einen schönen Luftsalon. Jetzt kriegt auch der innere Teil kriegt ein bisschen was von dieser Temperatur auf, wenn man drauf gibt, dann zersplittert das eben. Er benutzt es. So. Also wir haben gerade einen Luftballon besorgt, weil die länglichen Luftballons gehen eigentlich ganz gut. Und jetzt schauen wir, dass wir das da reinkriegen. Ja, mit der bloßen Hand ist fast ein bisschen nicht so richtig gescheit. Eine Assistentin reicht mir eine Zange. Ich will, dass ich da nicht drauf gehe. Ja, das heißt, die Luft im Luftballon wird nicht, die zieht sich nicht nur zusammen, sondern sie wird flüssig. Ja? Und bei minus, wie viel Grad? 196. Hat übrigens Sauerstoff die gleiche Sättigung, bitte? Nein. Ja. Minus 96, oder? Ja, super. Super Vorbildung. Ja, minus 160 werden wir dann sehen. Ich habe dann auch Sauerstoff mitgebracht, wobei ich immer das Problem habe, dass man das eigentlich nicht transportieren darf.
Naja, kannst du dir vorstellen, was los ist, wenn ich einen Unfall habe und flüssigen Sauerstoff? Naja, ist nicht besonders. Explodieren tut es nicht, aber du hast ein erhebliches Problem. Daher gibt es Transportpapiere und alles Mögliche und ich darf es eigentlich nicht transportieren. Da sieht man, dass der. Ich kann es auch am Boden schmeißen, aber dann sehe ich hinten nichts. Es passiert dann nicht. Ja, es geht nur dann wieder in die ursprüngliche Form zurück. Ja. Und genau, es blast sich quasi selbst auf und es ist keine Luft entwichen, sondern sie ist eigentlich nur flüssig bzw. halt abgekühlt. Und es dauert ein bisschen, bis die dann wieder diese Form annimmt. Ja, bitte, Achtung, es ist noch kalt. Ja, sehr gut. Jetzt